Euer Ehren, ich habe es klar und deutlich gehört, wie dieser Unmensch dort drüben gesagt hat, und nächsten Sonntag kommt dann wieder eine interessante Theorie von mir. Einfach grausam sowas, finden Sie nicht auch? Einspruch! Mensch, Zeuge, jetzt ist aber auch mal gut mit der Lügerei. Wie kommen Sie denn darauf, dass ich lüge? Ganz einfach, mein Mandant hat so etwas nie gesagt. Und ich kann das auch beweisen. Was? Wie? Nein! Na gut, nach diesem peinlichen Nonsens, von dem ich echt gespannt bin, wie ich das vernünftig visuell umsetzen will, heiße ich euch herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist nach langer Zeit mal wieder ein Vorstellungsvideo an der Reihe und wie immer handelt dieses von einer sehr interessanten Figur. Allerdings dieses Mal aus einem Franchise, welches auf diesem Kanal noch nie explizit behandelt wurde: die Ace Attorney-Reihe. Diese Adventure-Reihe umfasst so viele großartige Figuren, dass ich mich kaum entscheiden konnte. Letztendlich habe ich mich dann aber für meinen Lieblingscharakter entschieden, bei welchem es sich um Trucy Wright handelt. Platz 2 wäre übrigens Aphina Sex gewesen, allerdings hätte ihre Geschichte einfach zu viel gespoilert, weshalb sie schon mal wegfiel. Naja, zurück zu Trucy. Sie taucht zum ersten Mal im vierten Teil der Serie auf, Ace Attorney Apollo Justice. Und zugleich ist sie auch die Halbschwester des namensgebenden Apollos. Zu dem Zeitpunkt ist sie, damals noch bekannt als Trucy Grammarie, 8 Jahre alt, weshalb ihr Geburtsjahr wohl 2011 ist. Schließlich wird sie nach einigen Ereignissen, die ich nicht spoilern will, im Laufe von Apollo Justice vom Phoenix adoptiert und heißt von dem Punkt an Trucy Wright. Im Anschluss konzipiert sie das Wright & Co. Law Office in die Wright Talent Agency um, also in eine Talentagentur, in welcher zunächst nur sie als Magierin unter Vertrag steht, allerdings treten nach und nach auch noch weitere Talente bei, genau genommen 2. Am 15. Juni 2026 tritt ihr Halbbruder Apollo Justice und am 17. April 2027 zu Beginn des fünften Teils Dual Destinies tritt auch noch Aphina Sykes, eine Expertin für analytische Psychologie der Agentur, bei. Beide sind Rechtsanwälte. Aber zurück zu Trucy. Sie hat 2 Fähigkeiten, welche auch außerhalb ihrer Zaubershows rege Anwendung finden. Zum einen ist sie sehr gut darin, ihre Gegenüber zu lesen, weshalb sie auch ihrem Vater sehr effektiv beim Pokerspielen unterstützt. Und zum anderen ist sie in der Lage, alles Mögliche in ihrem magischen Höschen verschwinden zu lassen. Und ja, ich weiß, wie falsch das klingt, dennoch, ich kann nichts dafür. Ich habe das Spiel nicht gemacht. Wie dem auch sei. Kommen wir mal zu ihrem Charakter. Trucy ist ein sehr energisches, lebensfrohes Mädchen, auch wenn sie teils ein wenig naiv wirkt. Ich verweise da mal auf das eingeblendete Zitat. Dennoch ist sie nicht eine derart dumme Nuss. Nein, tatsächlich ist sie durchaus intelligent. Speziell, wenn es um deduktive Denkweisen geht. Sie wirkt lediglich ein wenig unaufgeklärt. Nach außen hin wirkt sie stets fröhlich, auch wenn Phoenix sagt, dass sie dennoch die Trauer über den Verlust ihrer Eltern in sich birgt. Trucy ist wie gesagt mit Aphina mein Lieblingscharakter aus der Ace Attorney Saga. Das liegt wahrscheinlich an ihrem sehr unterhaltsamen Charakter, ihren grandiosen Dialogen speziell mit Phoenix und Apollo, ihren brillanten Design sowie ihren genialen Animationen speziell in Dual Destinies. Ich meine, schaut euch das mal an, das ist fantastisch. Man kann einfach nicht anders, als Trucy zu mögen. Na gut, zumindest ich kann nicht anders. So, das war's dann auch schon wieder von mir für heute. Ich hoffe, mein Video ist diesem großartigen Charakter gerecht geworden. Naja, auf jeden Fall ist hier noch Zeug zum Anklicken und sogar ganz neu mit Abo-Button. Und naja, ich bin jedenfalls jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.